Eieiei, da kommt mir so ein Wetter. Das ist so eine typische dunkle, wütende Wetterwand. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Bei uns ist es noch schön, ja, so halb Tag. Ne, weiß nicht, 5 Uhr dürfte es sein. So, schauen wir mal. Ich versuche mal die Kamera umzudrehen. Ich hoffe, ich kann das. Jetzt klappt doch. So, normalerweise sieht man da hinten mal aus. Ja, so. Aber jetzt im Moment nur eine dunkle Wand. Noch sieht es freundlich aus, noch ist alles ruhig, aber das ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Wolken sind schnell unterwegs. Und ich vermute, ja, 5 bis 10 Minuten knallt es hier runter. Da werde ich dann auch noch mal eine kurze Filmage machen, um einfach zu zeigen, was hier los ist, wenn es regnet. Kleiner Ausblick von dieser kleinen Lodge. Die hier mit dem Feuer, schauen wir mal, ob wir hinzoomen können. Die versuchen, die Wetterwolken zu vertreiben. Das ist so eine Art spirituelle Sache oder zumindest einen spirituellen Schutz zu erreichen. Ja. Und den wird man hier auch brauchen. Da werden die Dächer heute wackeln. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Ui, ui, ui. Ein Wetter, ein Wetter. Ein Wetter. Ja. Es ist noch sehr ruhig, aber jetzt sieht schon die ersten Windgeschichten hier aufkommen. Weil, wie gesagt, ab Startfilm vielleicht 5 Minuten erwarte ich. Dann müsste es hier einen Megasturm geben und dann klatscht die Scheiße vom Himmel. So, was haben wir denn noch alles zu bieten, bevor wir da blind in den Regen reinhalten? So, unser Vorgarten. Ah, aber hallo. Die Oma kackt sich auch schon ins Hemd. Ich auch. Das wird Blitz und Donnerhageln. Aber unsere große Lodge, die wird das abtun. Oh, jetzt hat. Man sieht da oben, die Wolken haben einen ordentlichen Dampf drauf. Oh, okay. Das ist ein Boot, jetzt dachte ich schon Wellen. Der fährt so schnell, nicht weil er reich ist und viel Benzin zahlen kann, sondern weil ihm die Hose geht. Der versucht nach besten Kräften schnellstmöglich an Land zu kommen. So, und jetzt sieht man auch schon, dass sich die Palmen so langsam bewegen, dass der Wind kommt. Ja. Was habe ich gesagt? Zu viel versprochen? Es war doch gerade noch ruhig. Ich sehe die ersten Tropfen auf mich herunterprasseln. Schauen wir uns das mal an. Ja. Ui, das war ein Blatt, das war kein Schmetterling. Ja. Man sieht jetzt auch schon, dass sich der Fluss aufraut. Das ist jetzt schon wellenmäßig. Genau das, was das Boot vorhin versucht hat zu vermeiden. Mit Vollgas. Na, Luna. Schauen wir mal hin. Jetzt schauen wir mal ein bisschen anders zu den Palmen. Heiligsblechlich, schau mal hier. Die Palmen ziehen sich schon fast ein bisschen auf die Seite. Noch ist es ein kleines Wind. Ein Windchen. Ha. Sehr kleines Windchen. Ne? Sie freut sich auch schon wieder, Schneekönig. Oh. Ja. Bio. Heiligsblechlich. Heiligsblechlich. Oh,
muss ich gleich aufpassen. Aufpassen, dass mir nicht das Handy aus der Hand bleibt. Ich muss es gerne zwei Hände halten. So weit kommt es noch. Aber auf die andere Seite. Eieiei. So, das Video ist jetzt 5 Minuten 30. Ich hatte nicht ganz so recht, aber ich schätze mal, das kann einer noch 2 Minuten oder so dauern. Dann fliegt es hier. 2-3 Minuten. Man sieht hier relativ klar, weil noch ist Energie da. Das heißt, es sind so diese Public-Lampen hier, die sind recht streng, recht stark. Ja, das ist fast Filmbeleuchtung. Ja. Oh, jetzt kommt schon der erste leichte Regen. Der Wind hat sich ein bisschen ruhiger gestellt. Hallo, die freut sich am meisten, wenn es regnet. Die hüpft dann rum und planscht. Aha. Woppa, heilige Scheiße! Jetzt kam ja eine halbe Arbeit entgegen. Ja, Kruchsemmen. Heieiei. Jetzt muss ich gleich aufpassen, weil... Oh! Jetzt kommt hier gleich der Blitz auch mit runter, also sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob man den Donner, das leichte Grummeln schon gehört hat in der Kamera. Aber das ist jetzt gleich so weit. Oioioi, da war doch schon der erste Blitz. Muss ich dann auch schon aufpassen, weil ich natürlich direkt neben dem Mast stehe. Was jetzt auch nicht unbedingt gesund ist, wenn es dann mal da ist. Ist noch recht ruhig eigentlich. Oh. Habt ihr das gehört? So, man sieht jetzt auch, dass die Wand hier, die kommt. Und wenn das Ding mal hier einschlägt, was es jetzt so langsam tut, oh ja, jetzt kommen die Tropfen. Puh, dann wird es spannend. Ah, paar tausend Liter pro Quadratmeter, keine Ahnung, aber so fühlt sich dann. Wie war das? Man soll sich unter Baum verstecken? Ja, na, ich glaube jetzt auch nicht. Oi, oi, oi. Naja, jetzt kommt gerade der Regen. Lang kann ich hier nicht mehr bleiben. Hey! Das kommt immer aus der Richtung. Es gibt keine andere Richtung, aus der das Wetter kommt. Das heißt, wir sind direkt im Wege. Oh, scheiße. Mich das Blatt hier berührt, ich dachte schon. Der legt sich ordentlich in den Dach. Oh mein Gott. Jetzt geht mir dann langsam die Hose und ich muss dann aufhören. Ich schau mal, ob ich jetzt unter das Dach gehe und von oben weiter filme.
Ui! Da gibt's Essen. Du wolltest kaufen, weil die was im Garten sind. Eieiei, hier fliegt die Hütte. Ei, Scheiße, ich muss ja mein Fenster zumachen. Ah, ah, fuck, fuck. Oh, jetzt hab ich schon das erste Ding zerfetzt. Schau mal, Scheiße. Fuck. Scheiße, Scheiße. Hier mal zumachen. Oh, fuck, fuck, fuck. So, die Wetterseite ist zu, sonst haut es mir hier meine Hütte weg. Ja, spinnst du? Ja, fuck. Das hat's für mein Ding zerfetzt hier. Und das ist vergleichsweise schlecht, weil jetzt der ganze Regen hier reinkommt. Das hat jetzt da alles eingehalten. Bis jetzt. Sehr schlechte. Sehr schlecht, sehr schlecht. Eieiei. Hat's mir mein Ding zerfetzt. Ja, toll. Oh, Scheiße! Die zerlegt es mir auch. Die sind eigentlich relativ fix gespannt. Ich glaube, das war's dann heute. Wir gehen heute ein paar hundert Euro am weißen Segel verloren. Nein, 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 das sieht nicht gut aus. Schau mal, das habe ich ja so noch nie gesehen. Oh, Scheiße! Ja, da ist schon alles nass. Und es hat noch nicht mal angefangen zu regnen. Oh, oh. Ah, jetzt regnet es schon ein bisschen, aber das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird. Oh, fuck. Was hat es jetzt zerfetzt? Irgendwo hat es was zerfetzt. Shit, Scheiße, Leute. Was ist denn jetzt kaputt? Bebe, okay. Da drin mit der Hand. Eieiei. Läuft der Regen bis jetzt? Jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger, aber das da, was hier noch so wandmäßig kommt, das muss noch vorbei. Also es war noch nicht das Ende vom Lied. Das hier hat es mir jetzt gerade zerfetzt und irgendwo anders ist auch was weggeflogen. Das habe ich ja so auch noch nicht erlebt. Jetzt kommt es näher. Ich weiß nicht, ob das kann man jetzt in der Kamera nicht so wirklich da durchsehen. Da muss man das geschulte Auge haben. Hier hinten. Vermute ich, dass in ein paar Minuten so der richtige Regen kommt.
Jetzt im Moment hat sich der Regen, der Wind ein bisschen beruhigt. Das hier bewegt sich nur ein bisschen. Aber jetzt merke ich schon, dass der Meerwasser kommt. Blitz und Donner auch in der Tiefe hier. Es ist Wind wieder ruhig im Vergleich zu vorher. Muss ich mal sehen, jetzt müsste eigentlich gleich da sein. Erfahrungsgemäß kann es nicht mehr lange dauern. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das rausfiltert, aber die ersten dickeren Tropfen, die aufs Dach klatschen, kann man jetzt schon hören. Aber es ist wahrscheinlich erst so 5% von dem, was ich glaube, was da noch kommt. Ja, ja, 10, 15. Ja, 10 wieder. Ja. 25, 30%. Mehr ist es noch nicht. Jetzt könnten es so 35% sein. In Richtung, ja, 35, 40, ja. 40, ja. Oh, jetzt kommt es bei mir herein. Jetzt sind es allmählich 45%. Der Regen kommt quer, sieht das hier. Ja, das heißt, der kommt auch hier bei mir rein. Ne? Jetzt sind wir so bei 50%. Wir kommen auf 55%. Jetzt hat die Richtung auf 60% von dem, was ich glaube, was da kommt. Recht schwacher Regen noch bis jetzt, also nichts Besonderes. Das muss ich verdoppeln und dann ist es, was ich glaube, was kommt. Tendenz auf 65%. Ja, langsam mehr.
70% vielleicht. Ja, langsam, ja, 60, 70 wieder. Nichts Besonderes. Es war ein recht starker Wind. Ich glaube, das pendelt sich jetzt irgendwie bei der Stärke ein. Außer dem ersten Wind. Oh! Ah, jetzt hat es. Ja, 75%. Ganz bin ich noch nicht zufrieden, das müsste eigentlich noch ein bisschen mehr runterkommen. Ich werde jetzt mal einen Happen Pappen essen und eventuell, wenn es richtig runterkommt, nochmal das Ende mitfilmen und dann gleich draufschneiden. Also, bis dann. So, abschließend muss ich sagen, es hat gar nicht so dolle geregnet. Das hat es dann tatsächlich nur bis auf 75% meiner Meinung nach geschafft. Ups, Winkel, wie ist das oder was? Na egal. Und die andere Seite, also 75% geschafft und dann hat es relativ schnell wieder aufgehört. Schadensaufnahme, mir hat es das Ding zerlegt. Ansonsten ist alles ruhig. Der Wind hat hier alles durcheinander gewühlt, schaut ein bisschen aus wie Sau, da hat es mir das Büro ein bisschen auseinander gewählt, die ganze Papierabfall rausgeflogen, aber ansonsten kein Bäumchen bewegt sich mehr. Jetzt schauen wir mal, das Wetter, das Grobe ist eigentlich vorbeigezogen, vielleicht später gibt es nochmal einen Schutter. Es ist eigentlich Trockenzeit. Ne? Okay, in diesem Sinne, bis demnächst.